Servus miteinander aus der schönen Oberpfalz. Ich bin da mitten im Hirschwald und ich zeige euch mal was Schönes. Das ganze Gebiet da ist eine riesengroße Dachsburg. Ich weiß nicht, wie viele Eingänge das da gibt. Da hinten ist auch noch einer. So, geh mal weg da. Verschütteter Eingang. Reste. Keine Ahnung, was das mal war. Wow, was liegt denn da alles rum? Da hat da irgendjemand gefüttert. Da haben wir auch noch Eingänge. Fleißig gegraben. Ja, mein Hund ist ganz begeistert von den Fleischresten, die wir da liegen. Und hat irgendjemand Rehüberreste, oder? Nein, was ist denn das? Geflügel. Was für Geflügel hat noch so große Haxen? Das ganze Viech drin, viel Teufel. Eingang, Eingang. Ganz viele Eingänge. Das ist eine riesengroße Anlage da. Praktisch da, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Weil es kann ja auch sein, dass Fuchse und Hasen in einem Bau wohnen, also sich einen Bau teilen. Das war wohl mal ein Huhn. Das wird wohl die Abteilung vom Fuchs sein, weil der Fuchs ziemlich schlampig. Beim Dachsbau ist immer alles aufgeräumt. Ja, aber das ist Wahnsinn. Ich habe sowas Großes noch nie gesehen. Schön, gell? Ja, da riecht es gut, he, Wagili? Müsste man mal eine Wildkamera aufstellen da. Ja, also bei dem Sandboden, wenn du mal sowas findest, sowas Hügeliges mit lauter Löcher, dann schaut sie mal nach Fußspuren. Da wohnt dann entweder der Fuchs oder der Dachs. Oder eine Kaninchenkolonie. Könnte auch sein. Aber da liegen schon immer Knochenreste und sowas rum. Na dann, bis zum nächsten Mal.